Wusstest du, dass je nach Literatur 10 bis 25% aller unteren Rückenschmerzen von der ISG kommen? In diesem Video erkläre ich dir, warum dieses Gelenk so wichtig ist und welche Muskulatur einen direkten Einfluss hat auf dieses Gelenk. Das ISG, das Iliosakralgelenk, ist von extremer Bedeutung, weil sie die Verbindungsstelle ist. Von deiner Wirbelsäule gibt sie das Gewicht weiter nach unten über das Becken und dann wird es über die Beine verteilt. Und bei jedem Schritt wirken auch Kräfte von dem Boden über das Bein und das Beckenknochen nach oben. Drei Hauptmuskeln haben extremen Einfluss auf die Stabilität, aber auch auf die Beweglichkeit dieses Gelenks. Das erste sind deine Rückenstrecke. Die gehen von deinem Kopf bis über das Kreuzbein. Das zweite sind die Gesäßmuskulatur. Der Ansatzpunkt ist direkt über diesen großen Knochen. Und nicht zuletzt auch die Oberschenkel-hinteren Muskulatur, die sie dann an den unteren Anteil von dem Becken befestigt und durch eine Bandverbindung auch einen Zug auf das Iliosakralgelenk ausüben können. Wenn du Übungen machst, um diesen Gelenk zu beeinflussen, ist es wichtig, dass diese drei Hauptmuskulatur gleichzeitig aktiviert werden. In diesem Video zeige ich dir drei einfache Möglichkeiten, um die Beweglichkeit in diesem Gelenk zu verbessern und die Muskulatur, die jetzt die Stabilität und schmerzfreier macht, zu aktivieren. Für die erste Übung brauchst du einen Türrahmen. Bei dieser Übung geht es darum, dass du jetzt das Gesäßmuskulatur aktivierst und aktiv eine Bewegung in der ISG erzeugst. Du stabilisierst jetzt deine Lendenwirbelsäule, dein Po-Bereich und deine Schulterplatten an der Türrahmen. Dann mit der betroffenen Seite legst du dir jetzt so flach wie du kannst an der gegenüberen Seite. Jetzt sollst du aktiv versuchen, deinen Fuß gegen die Wand zu drücken. Aktiv reindrücken, dass du jetzt halt tief in der Hüfte an der inneren Seite von dem Becken über das ISG, dass du dort eine Bewegung spürst. Den Bauch reinziehen, nicht pressen. Deine Lendenwirbelsäule kommt jetzt gegen der Türrahmen. Und jetzt einfach mal drücken und locker lassen. Aktiv gegen die Türrahmen drücken und den Fuß versuchen, auch einen Spannungsmuster nach unten Richtung Boden. Und dann wieder locker lassen. Aktiv nach unten drücken, tief in der Hüfte solltest du es spüren und auch in den Gesäßbereich. Dadurch ist das obere Gesäßmuskulatur auch gedehnt. Vorwärts und nach unten drücken und entspannen. Und ganz wichtig dabei, nicht zu pressen. Bauchmuskulatur anspannen, nach innen ziehen. 5 Sekunden halten und dann wieder locker lassen. Diese Übung solltest du ungefähr 5-mal wiederholen. Es geht nur darum, dass du erstmal eine Beweglichkeit in diesem Gelenk erzeugst. Und dann legen wir los mit der zweiten Übung. Für die zweite Übung solltest du dann dich auf den Rücken legen. Du legst als erstes auf dem Rücken und dann drehst du dein Becken so dass die Seite, die dir mehr wehtut, nach oben ist. Und jetzt lässt du dann halt die beiden Beine seitlich wegfallen, so weit wie du kannst. Und erst dann streckst du das untere Bein. Jetzt mit der gegenüberen Hand hältst du dein Knie so weit wie du kannst nach unten. Mit der Hand von der gleichen Seite, wie du von der Hüfte, wo du arbeitest, versuchst du jetzt, deinen Rumpf in die Gegenrichtung zu drehen. Wichtig dabei ist, dass du versuchst, deinen Oberkörper so weit wie möglich komplett auf der Liege zu lassen. Du kannst, wenn es dir jetzt halt an den Arm zu doll ziehen solltest, kannst du auch versuchen, den Arm leicht zu beugen. Dadurch konzentrierst du die Bewegung auf den oberen Rumpfpartie. Achte darauf aber, dass du mit der gegenüberen Hand dein Knie so weit wie möglich nach unten festhältst, sodass der nicht den Boden verlässt. Und dann kommst du einfach langsam wieder zurück.
Am besten kombinierst du diese Bewegung mit deiner Atmung. Das heißt, ausatmen und wegdrehen. Einatmen, den Arm wieder nach vorne bringen. Der Fokus dieser Übung ist es die Drehbewegung von deinem Rumpf. Wenn du die Übung noch intensivieren willst oder verstärken willst, kannst du das Bein noch zusätzlich strecken. Wenn du etwas hast, wo das Bein so runterkommt, wie zum Beispiel dein Bett, wird der Übung dadurch noch intensiver. Das Knie hältst du unten, den Oberkörper gerade zurück auf der Liegefläche. Und dann noch aktiv das Knie nach unten drücken. Einatmen vorwärts, ausatmen zurück. Je mehr du die Hüfte zu dir ranziehst, desto intensiver wird dann auch die Beugung bzw. die Dehnung der Gesäßmuskulatur. Mit dieser Übung hast du den Vorteil, dass du sowohl eine Dehnung der Gesäßmuskulatur als auch eine Aktivierung der Rückenstrecke und nicht zuletzt, wenn du das schaffst, mit dem Knie gestreckt zu üben, auch eine Dehnung der Oberschenkelmuskulatur erreichst. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du nichts weiter verpasst. Und für die letzte Übung geht es jetzt darum, dass du diese Muskulatur auch kräftigst. Nur mit einer kräftigen Muskulatur schaffst du, dieses Gelenk auch zu stabilisieren. Schmerzfreiheit kommt von Stabilität. Du legst dich jetzt auf den Rücken, deine Knie sind gebeugt und dann legst du deine Ferse, dein Sprunggelenk auf das gegenüberliegende liegende Knie. Versuche aktiv dabei, die Hüfte jetzt so weit wie möglich nach außen zu drehen. Das heißt, das Knie geht so weit wie du kannst nach unten. Und in dieser Haltung solltest du einfach jetzt mit dem Becken von der Oberfläche hochkommen. Und langsam wieder runter. Dadurch, dass du jetzt halt mit der anderen Seite die Hüfte nach außen gedreht hast, sorgst du dafür, dass die Gelenke von der anderen Seite stabiler wird. Und somit fokussierst du die Arbeit auf die betroffene Seite. Das Wichtige bei dieser Übung, wo du darauf achten solltest, ist, dass dein Knie aktiv gebeugt bleibt. Du versuchst, wenn du jetzt mit dem Rumpf hochkommst, dass du in einer Linie bist von Knie, Becken und Schulter. Bewusst deine Gesäßmuskulatur anspannen und auch deine Rückenmuskulatur. Wenn du jetzt merkst, dass du bei der Wiederholungen immer weiter nach oben rutscht, ist es ein Zeichen dafür, dass du deine Oberschenkel-Hinten-Muskulatur nicht genug angespannt hast. Bei dieser Übung solltest du jetzt mindestens 12 bis 10 Wiederholungen durchführen, je Seite und mindestens 2 bis 4 Serien. Wenn dir die Übung auf dem Boden zu schwer ist, könntest du deine Beine jetzt zum Beispiel den Unterschenkel auf einen Stuhl ablegen. Und dadurch wird es dann zuerst zumindest ein bisschen leichter für deine Oberschenkel hinten. Ziel ist jedoch langfristig, dass du das schaffst, aktiv in dieser Haltung die Übung durchzuführen. Ich hoffe, diese Übungen helfen dir bei deinen ISG-Beschwerden. Und wir sehen uns wieder bei unserem nächsten Video. Bis dahin!